Job, Freizeit, Sport, Freunde? Du hast für Langeweile einfach zu viel vor? Dann ist Dr. Pepper Energy dein Ding. Oder besser, dein Drink. Denn die einzigartige Mischung aus 23 Aromen, 4 Vitaminen und Taurin schmeckt, kickt und ist alles andere als langweilig. Ein unbeschreibliches Erlebnis. Entdecke es selbst. Oder schau dir dieses Video an. Jazz Sticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets. Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics Dr. Pepper Energy. Dr. Pepper kennt man ja als Quasi-Cola und mittlerweile gibt's das halt auch als Energy-Drink. Dafür wurde kein komplizierter neuer Name gefunden. Und dass der Name Dr. Pepper in mehrerlei Hinsicht irreführend ist, wissen auch die Hersteller. Bisschen zu medizinisch und Spoiler, nach Pfeffer schmeckt da auch nichts. Die Dose ist retro gehalten, enthält so aufgedruckte Kratzer, Schrammen und so weiter. Und ja, doch, ich finde das irgendwie ganz gut. Funktioniert für mich. Der Inhalt sind 32 Milligramm Koffein und 400 Milligramm Taurin pro 100 Milliliter. Die Phosphorsäure deutet auf eine Energy-Cola hin. Ich erwarte Energy-Cola mit Dr. Pepper-Beigeschmack. Kann man mögen? Muss man aber nicht. Ich bin jetzt Dr. Pepper, aber so im Allgemeinen ziemlich positiv gegenüber eingestellt. Mal riechen. Oh, ich liebe den Geruch von Dr. Pepper. Und ja, ich mag den Geruch von den Energy Drink auch ganz gerne, aber hier kommt vor allem Dr. Pepper durch. Und ich glaube, nichts auf der Welt riecht besser als Dr. Pepper. Also zumindest kein Erfrischungsgetränk. Oh, ich könnte einfach eine halbe Ewigkeit einfach nur dran riechen. Mache ich jetzt auch. Gibt's Raumerfrischer mit Dr. Pepper Geruch? Würde ich sofort kaufen. Oh, geil. Die Farbe ist Standard 150, also E150 Zuckercouleur Cola-Farben. Ich trinke diesen Dr. Pepper Energy trotz Brexit auf Großbritannien, wo ich als Kind Dr. Pepper kennengelernt habe. Prost! Ja, wir haben eine Energy Cola, die so schmeckt, als hätte man Dr. Pepper gemischt mit Energy. Allerdings kommt Energy weniger durch als Dr. Pepper. Was ich schon mal echt ganz gut finde. Dr. Pepper ist zwar kommt geschmacklich nie an den Geruch ran, aber ist trotzdem ein sehr ordentliches Getränk. Und deswegen ist auch das hier sehr machbar. Man steht natürlich so vor diesem Punkt, ist eine Energy Cola ein geiles Getränk oder doch eher nicht? Passt das zusammen oder kollidiert das? Mit Marken-Energy-Normalpreisen zwischen 150 und 200 Cent für den halben Liter unter anderem bei Rewe zu bekommen? Andere Orte gerne da unten in die Tastatur hacken. Ob ich den wohl wieder kaufen würde? Das hängt davon ab, ob er mal ins Angebot kommt. Ich habe ihn schon mal im Angebot für 1 Euro gesehen. Dann absolut, ja. Nehme ich gleich einige. Wem würde ich dir empfehlen? Man muss schon Dr. Pepper mögen. Oder wenigstens eine Energy Cola haben wollen. Wäre einfach ein Energy Drink und keine Cola-Energy Mischung. Oder Cola gibt es ja auch höher koffeiniert. Das kann man alles irgendwie machen, aber man muss sich klar sein, das schmeckt nach Cola mit Taurin. Ich finde Cola mit Taurin ein bisschen komisch, aber schlecht eben auch nicht.
aber als Grundkonzept eben schon nicht wahnsinnig überzeugend. Das ist definitiv eine der besseren Energy Colas, wenn man auf den Dr. Pepper Cola Geschmack steht. Warte, da war doch noch was. Tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Danke fürs Schauen, Liken und Abonnieren. Verratet mir mal in den Kommentaren, welchen Energy-Drink ihr am meisten trinkt. Nicht am liebsten, am meisten. Mein Blabla ist subjektiv und tschüssi. Leute, lasst euch von Energy-Werbung nicht stressen. Langeweile kann was total Schönes sein. Entschleunigung ist das Stichwort. Blödsinn? Finde ich auch. Also rein mit dem Koffein und Vollgas!